Heute bekommt Saul die Gesellschaft, denn ein weiteres American Saddlebred zieht ein. Und damit begrüße ich jetzt heute nicht nur euch zu einem weiteren Pferdekaufvideo, sondern auch Flash, den wunderschönen braunen Tobiano, in seinem zu neuen Hause, nämlich einer der Boxen in meinem Stall, die ich jetzt aber erstmal noch freiräumen muss, wenn ich dieses super schicke Tier in den Stall geschickt habe. Das heißt, da sehen wir uns gleich wieder. Ich finde den so toll. Der hat mich im Trailer total geflasht. Deswegen war ich eigentlich schon von vornherein relativ sicher, dass dieses Scheckentierchen bei mir einziehen wird. Und jetzt ist es die Nummer 2, die eine weitere Box bezieht. So, und hier ist der Gute jetzt und zappelt hier fröhlich in seiner Box rum. Ja, was ich beim ersten Kaufvideo ja schon gezeigt hatte, wo Salty eingezogen ist, ist, dass dieser Tobiano Heterochromie hat, das heißt, er hat zweifarbige Augen. Das rechte Auge ist braun, das linke Auge ist blau. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich mag das sehr gerne bei Schecken. Da kommt es auch häufiger mal vor. Ich glaube, Splash White ist prinzipiell halt auch immer oft mit blauen Augen zumindest. Mit Heterochromie weiß ich nicht, aber mit blauen Augen verbunden. Das hier müsste jetzt aber eigentlich ein Tobiano sein. Aber finde ich sehr, sehr cool. Ich mag auch diese kleinen Details mit den kleinen schwarzen Fleckchen hier noch hier unten. In der Fesselbeuge und hier unten an der Fessel selbst und hier an der Seite auch nochmal am Fesselgelenk, dass das sich hier hinten auch nochmal wieder so ein bisschen am Kronrand widerspiegelt mit den kleinen dunklen Details. Ich liebe diesen tollen Übergang zwischen der Scheckung zum weißen Fell. Ich mag, dass das Maul vorne rosa ist, so ein Krötenmaul. Ich finde immer die Bezeichnung relativ uncharmant, aber es heißt halt einfach so. Schöne Details hier mit der Bemuskelung, so ein bisschen so Falten in Anführungsstrichen. Hier oben auch sehr schön, warte mal, jetzt zappelt er gerade wieder rum. Eieieiei, so versnoppt muss man auch erstmal gucken können, Leute. Hier auch sehr, sehr schön wieder zu erkennen. Oh. Aber leider nicht aus der Perspektive, wartet mal. Ich muss mal mit meinem Charakter ein bisschen anders mich platzieren hier. So, sehr schön hier auch wieder die Adern noch zu erkennen. Richtig, richtig toll gearbeitet. Hier sogar diese kleinen Knubbelchen am Maul und die Falten. Richtig gut. Das ist generell jetzt bei den neuen Pferden so toll gearbeitet. Aber das muss man ja, finde ich, auch mal erwähnen, weil das ist halt wirklich, wirklich gut, was Star Stable da in der letzten Zeit macht. Auch mit den Animationen. Das Einzige, was halt nie so richtig passt, das ist das Tränken vom Pferd. Das ist immer so ein bisschen, ja, aber... Es gibt wenige Rassen, wo das wirklich, wirklich gut gemacht ist. Aber das ist auch okay, weil ich glaube, das ist auch relativ schwer zu machen. So, wir gucken uns natürlich einmal alle Animationen an. Wenn gleich ich auch die beim Reiten gleich wieder ohne Kommentieren vorstellen werde. Denn die habe ich ja bereits im ersten Kaufvideo von Salty kommentiert. Das heißt, die werde ich hier wieder nur mit Musik hinterlegen. So, ich schnapp mir jetzt hier einmal kurz ein Zaumzeug. Ich habe tatsächlich noch gar keine Idee, was ich... ist aber schön auf ihm. Ich habe tatsächlich noch gar keine Idee, was ich auf ihn drauf packe. Ich reite jetzt hier mal gerade raus. Es wird nämlich wahrscheinlich wieder Buggy sein, vermute ich. Mit dem Führen. Also machen wir das jetzt. So. Oha, wir gucken mal, die ist aber, die gucken ja so ein bisschen die Rippen schon durch. Brauchst mal ein bisschen Aufbaufutter hier. Aber die sind ja auch generell recht schmal, die Saddlebreds, ne? Also, guck mal, da hinten steht Salty, die freut sich schon. Eigentlich freut die sich nicht, die ist Salty. Oh, Schnaub, hallo. Hallo. Wäre so cool, wenn die auch quietschen würden, wenn die sich gegenüberstehen. Oh, das wäre toll. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch auch wünschen würdet, dass sich die Pferde beschnuppern, dass sie miteinander interagieren, wenn sie so dicht beieinander stehen und dann auch quietschen würden. Mit dem Huf ausschlagen muss ja nicht unbedingt sein, aber quietschen fände ich schon cool. So, und jetzt werde ich ein Outfit für ihn aussuchen. Ich bin echt gespannt, was es letzten Endes wird. Das zeige ich euch gleich, genauso wie die Animationen und die Mähnen. Im Übrigen glaube ich, gerade die beiden haben sich verliebt. Flash möchte auf jeden Fall von Salty gar nicht mehr weg. Die Zügel sind mal eben zu Gummizügeln geworden. Ich stehe sonst wo, aber die beiden, die haben sich, glaube ich, gesucht und gefunden.
So, da sind wir auch schon wieder und ich muss sagen, ich mag momentan tatsächlich ein Outfit lieber als das andere. Das von Salty hat mir schon wirklich gut gefallen und diesmal bin ich wirklich wieder sehr zufrieden. Also ist es mein persönlicher Geschmack. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wir sind heute sehr freizeitmäßig unterwegs. Ich dachte mir, das können wir auch mal machen. Ich habe wieder die goldene ovale Brille, weil ohne die sehe ich nichts. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich die her habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sie ist sehr elegant, steht drin. Dann trage ich die Kappe Pulliwetter. Die gab es beim letzten Star Stable Geburtstag zu kaufen. An dieser Stelle Hashtag Hirnhelden. Hashtag Helmhelden und Hashtag Wer Hirn hat, schützt es. Man sollte natürlich im echten Leben nur mit Reithelm reiten. Ich kann mich auch nicht von freisprechen, dass ich schon nur mit Kappe oder ohne irgendwas geritten bin im Sommer, aber eigentlich ist es dämlich. Aber hier können wir das ruhig machen, weil hier kann nichts passieren. So, dann trage ich das Jojitsu-Top aus der Quest mit Ricky in New Hillcrest. Ich habe die beigefarbene Sunset Trails Hose an. Oh Gott, wo gab's die? Sunset Trails Outfit, das Set. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich die her habe. Konnte man die im Shop kaufen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Die robusten Ranch-Handschuhe sind auch wieder mit von der Partie. Die begleiten mich sehr oft. Die gibt's auf der Starshine Ranch. Und ich trage die walnussbraunen Stiefel von Rex Damper. Habe ich eine Schwäche für braune Reitstiefel? Ich glaube ja. Auch die gibt es im Global Shop zu kaufen. Und Flash trägt das Bosal in Limone. Finde ich, steht ihm sehr, sehr gut. Dann trägt er dazu den Sattelornat der Elite-Reiterin. Der ist vom letzten Reitsport-Event. Das heißt, da müsst ihr jetzt erstmal wieder eine ganze Weile drauf warten, bis ihr den kaufen könnt, wenn ihr den nicht haben solltet. Dann hat er die Western-Satteldecke in Limone mit Fransen obendrauf. Also unten drunter, unterm Sattel, obendrauf am Rücken. Und die offenen Gamaschen in Limone. Ja, und Streichkappen sind noch hinten dran. Ich finde das Outfit total toll. Ich mag das richtig gerne. Aber jetzt, ihr Lieben, ist es wieder Zeit für die Animation. Und diesmal, wie gesagt, unkommentiert. Einfach nur mit Mucke. So. This is a no-go, I just can't take hold. This is a danger zone, back up and get me home. This is a no-go, I just can't take hold. This is a danger zone, back up and get me. So put your hand in mine, follow me. Let me waste your time, set up the do some stupid shit. Take a seat, let me waste your time. Slow me, top. Acting like you're into me. I know this is hopeless, moving in slow motion, trying to control my thoughts, but I can't stop my body talk. This is a no-go, I just can't take hold. This is a danger zone, back up and get me home. This is a no-go, I just can't take hold. This is a danger zone, back up and get me. So put your hand in mine, follow me.
body, cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. So put your hand in mine. Follow me. So, und die Mähne, die gucken wir uns jetzt natürlich auch noch an. Ich muss ehrlich sagen, ich bin diesmal sehr unentschlossen, ob ich eine andere Mähne draufpacke oder ob wir das bei der Standardmähne lassen. Kann ich tatsächlich jetzt gerade noch gar nicht so genau sagen. Ich finde das auf jeden Fall sehr schön hier oben mit den Strähnchen, die er hier noch hat. Die würden wegfallen, wenn ich den vorderen Teil der Mähne teilweise oder komplett abrasieren würde. Das seht ihr hier. Dann fehlt halt das hier oben, die Details mit den Strähnchen sind dann weg, sieht aber trotzdem eigentlich ganz schön aus. Hier haben wir jetzt einmal alles weg. Ich bin kein Fan davon, vorne alles weg zu rasieren. Ich weiß nicht, da fehlt für mich einfach so ein bisschen was. So, einmal hier mit dem ganz langen Schweif. Seht ihr die hier auch nochmal? Der lange Schweif kommt für mich tatsächlich eigentlich eher weniger in Frage. Dann haben wir hier die Stehmähne. Die finde ich sehr, sehr schick auf dem Schecken. Die gefällt mir gut. Die könnte ich hier, auf ihm könnt ihr sie mir tatsächlich sogar auch mal vorstellen. Trotz, dass der Schopf auch gekürzt ist und nicht schön runterhängt. Dann haben wir hier die abrasierte Mähne, die komplett abrasierte Mähne. Die sieht auch eigentlich ganz cool aus. Ich finde generell, die Rasse wirkt mit dieser abrasierten Mähne so ein bisschen wie die Achaltekiner. Mit denen kam ja auch die komplett rasierte Mähne. Dann haben wir hier diese Zöpfchen. Finde ich auch nicht schlecht. Oh, guck, hier haben wir dann den Schopf. Der ist dann zweifarbig. Finde ich auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. So erinnert mich das Saddlebred so ein bisschen an das Paint. Kam nicht mit denen auch zum ersten Mal diese Frisur rein? Kann ich gerade gar nicht sagen. Die Turnierzöpfchen, die finde ich auch sehr, sehr schön. Stehen ihm auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und hier haben wir noch die kurze Sportmähne, wo auch hier vorne die Strähne sehr schön nochmal eingearbeitet wurde. Da haben sie auch nochmal an alles gedacht und sind im Stil der normalen Mähne treu geblieben. Also ich bin mir echt unsicher, ob ich die normale Mähne lasse, ob ich ihm vielleicht die Stehmähne verpasse, ob ich ihm vielleicht die Turnierzöpfchen verpasse. Ich bin mir da echt so ein bisschen unschlüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde jetzt aber erstmal noch bei dieser Mähne hier bleiben. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung ist hier auf dem Tobiano-Schecken. Ja, und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich jetzt erstmal für heute von euch. Einer wird mit Sicherheit noch einziehen. Ich kann noch nicht hundertprozentig sagen, wann das Kaufvideo dazu kommt. Rechnet wahrscheinlich mal am Sonntag damit. Ich denke, das sollte ich hinbekommen. Ja, und dann verabschiede ich mich für heute von euch. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und macht's gut. Bis dahin. Tschüss!